In Black Ops 6 Zombies gibt es eine extrem schnelle Methode, um schnell an XP, Kaugummis und Augments zu kommen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Lass gerne ein Like und Follow da für mehr solcher Videos. Für die Methode braucht ihr auch nicht wirklich viel. Das Einzige, was ihr machen solltet, ist, ihr solltet euch die Akimbo GS45 freischalten. Dafür müsst ihr die GS45 bis Level 31 leveln. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne Akimbo machen, ist dann aber wesentlich ineffizienter. Hierfür müsst ihr nur in ein Solo-Spiel von Liberty Falls reingehen mit der GS45. Ihr könnt euch diese auch an der Wand holen, dann ist sie direkt grün. Wenn ihr da eine Zombie-Bauer drauf angewendet habt, ist die Waffe dann auch direkt Akimbo. Als nächstes müsst ihr die Waffe natürlich nur nochmal punchen, damit ihr die Explosivmunition habt. Und ihr braucht unbedingt Dr. Niete, damit ihr euch keinen Schaden macht. Danach geht ihr hier oben auf das Dach zu der Zipline, macht die Zipline auf und hier könnt ihr dann das ganze Spiel über verweilen. Und dort kommen die Zombies nur von vorne. Ihr könnt die ganze Zeit mit der GS45 Akimbo vor euch schießen und ihr erledigt alle Zombies. Wenn ihr hier noch den Krawallstarter anschaltet, dann spawnen die Zombies extrem schnell. Selbst die Mängler und Abscheulichkeiten sind kein Problem, wenn ihr die GS45 immer upgradet. Ihr könnt natürlich auch Scorestreaks benutzen oder den Ätherschleier, wenn es ein bisschen kniffliger wird. Andernfalls könnt ihr natürlich auch die Zipline benutzen oder ihr könnt von dem Hauseimer runterspringen. Wenn ihr Stamina habt, ohne Fallschaden habt, ist das auch sehr hilfreich. Diese Methode ist wirklich extrem schnell. Ihr könnt hier innerhalb von 35 Minuten bis Runde 36 spielen, dann einen Exfil machen und bekommt dadurch fast 60.000 XP. Das ist ungefähr um die 1500 XP pro Minute, was auf jeden Fall einer der besten Methoden für den Zombie-Modus ist. Teilt das Video mit euren Freunden, die auch diese Methode zum Leveln brauchen.